Wir kommen zu unserer weltweit jede Woche mit Furcht, Angst und Zittern erwarteten Rubrik. Wir können uns natürlich auch einfach Ihre Meinung heute Nacht von Ihrer Festplatte runtersaugen. Aber machen wir es nochmal altmodisch. Fragen wir und sagen Sie uns freiwillig, wer ist diese Woche der schlechteste Mensch der Welt? Wie war das? Raslan Kadyrov, weil er Hillary Swank, $1 Million Baby, tatsächlich mit $1 Million bezahlt hat, damit sie vor ihm tanzt. Das ist echt blöd. Weil die Frau damit unheimlich an, sagen wir, Reputation verliert. War das jetzt politisch korrekt genug? Aber sie ist dann mindestens genauso blöd. Aber ich fand mindestens genauso blöd auch Rodion Kireyev. Der Name allerdings ist sehr klangvoll, was dieses kleine, arme Richterwürstchen in der Ukraine ist, der Timoschenko Anfang der Woche zu 7 Jahren Knast wegen Politik verurteilt hat. McBlatt hat uns per E-Mail geschrieben, dass er die Bild-Zeitung gerne nominieren würde als schlechtesten Prominenten der Woche, weil die sich erneut ergötzt hat an dem Tod eines Menschen. Und er nennt das Beispiel Steve Jobs natürlich, irgendwie, die halt den armen Mann dann wirklich unrasiert nochmal auf der Titelseite hatten. Finde ich nicht ganz von der Hand zu weisen, weil der hat ja nun wirklich immer eindeutig gesagt irgendwie, ich möchte zurücktreten und ich möchte halt irgendwie diese Krankheit irgendwie mit mir und in meinem Familienkreis austragen. Jetzt bin ich aber gespannt. Über George Soros kann man sich zum Beispiel ärgern. Der Mann, der an allem beteiligt war, an allem verdient hat, aber immer noch schafft, der gute Linke zu sein, weil er das sagt, was Leute, die Wall Street kritisieren, hören wollen. 81. Na siehste. Man weiß ja nie, man will als guter Mensch. Aber lass uns lieber zu den guten Menschen kommen. Nee, noch einen für Friedrich Küppersbusch. Ne? Die sind doch so ein Borussia Dortmund-Fan. Alle, die Götze wegkaufen wollen von Dortmund, die sind auch böse, ne? Ja. Und der Castorf ist echt lieb.